Servus Leute, willkommen zurück hier beim Ballers Club Video. Wir zeigen euch heute den Floater, der ein sehr wichtiger Move ist für viele kleine Spieler. Der kann aber auch sehr, sehr wichtig sein für große Spieler, wie Chris euch nachher erklären wird. Und ja, legen wir los. Okay, wenn ihr jetzt hier Pick and Roll spielt, ja, und ihr kommt hier in die Zone rein, genau, und dann seht ihr auf einmal, dass so ein Big Man wie Chris vor euch steht, ja, der halt 2,5 Meter groß ist. Und springen kann. Dann könnt ihr nicht einfach nochmal so einen Korbleger machen, weil sonst wird der Ball weggeblockt. Ja, so weit hättest du jetzt nicht wegblocken müssen. Aber ja, deswegen ist der Floater sehr hilfreich, weil mit dem könnt ihr über größere Verteidiger. Sorry Leute, ich habe nicht erwartet, dass ich Robert so krass wegblocke. Ich dachte, er macht irgendwas, aber mit dem Floater könnt ihr über größere Verteidiger dann einfach leicht drüber werfen. Und von der Technik her geht das folgendermaßen: Also wenn ihr hier seid und eine Floater macht, also ihr springt mit einem Bein ab, so mache ich ihn immer. Und dann schaut ihr, dass ihr einfach das ganz normaler Korblegerschritt. Genau. Und das rechte Knie, das ist wichtig, dass ihr das rechte Knie hochnimmt. Dadurch kann der Verteidiger nicht zu nah an euch rankommen und euch blocken. Dadurch gewinnt ihr ein bisschen Platz und dann drückt ihr halt einfach von hier oben ab und schaut, dass ihr einfach den Wurf haltet. Genau. Wichtig ist auch, dass ihr versucht, den Wurf so hoch wie möglich zu werfen und so senkrecht wie möglich. Ich mache ihn folgenderweise, das mit dem Knie ist eigentlich richtig schlau von Robert, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber was ich mache ist, wenn ich hier zum Beispiel durchziehe und ich bin ja auch eigentlich für die Power-Forward-Position bin ich auch nicht der Größte. Wenn ich dann Shotblocker sehe, mache ich einfach hier einen schnellen Floater nach oben und hoch rein. Genau. Wichtig bei meinem Move ist, oder wichtig bei meiner Variante des Moves ist, dass man ihn halt schnell wirft. Also kommt ihr vorbei und dann zack. Zum Beispiel, was aber auch interessant ist, wenn Chris und ich jetzt zusammenspielen und ich hier an der Baseline penetriere und ich habe jetzt hier, ich sehe Chris cuttet rein und dann hat er hier wieder einen Shotblocker, dann macht er den auch vielleicht, also, wenn er jetzt nicht aus dem Tripping ist. Dann mache ich meistens mit Brett, also es ist wichtig, okay, für alle Basketballspieler, wenn ihr der Big Man seid und ihr steht irgendwo da und irgendeiner von euren Guards oder Point Guard dribbelt hier Baseline, immer wenn ihr irgendwo hier seid, das ist immer ein leichter Pass für ihn und ihr kriegt meistens da einen freien Wurf. Und wie gesagt, wenn ihr das dann noch mit Floater macht, so schnell wie möglich, plus Brett, dann kann euch ja keiner blocken. Genau, wenn ihr jetzt zum Beispiel über links kommt, also sagen wir mal, wir spielen Pick and Roll zur linken Seite, ja, dann müsst ihr gar nicht die Floater mit links kennen. Also klar, bei Robert-Korbling ist es so, dass ihr mit rechts abspringt und mit links den Floater macht. Aber das ist schon sehr, sehr schwierig. Das heißt, was auch sehr, sehr viele bekannte Spieler machen, also zum Beispiel Navarro macht das sehr gerne, der kommt hier hin und dann finisht er trotzdem mit rechts, also auch von der linken Seite. Der wirft ihn dann hier und dann tut er halt wieder hier so, das geht richtig schnell. Ja. Und solange er hoch genug ist, kann ihn eigentlich keiner blocken. Na, das war's für heute. Sollen wir noch einmal in Spielgeschwindigkeit machen? Spielgeschwindigkeit, alles klar, mach mal. Oh nein! Sehr schön gemacht. Okay. Aber natürlich, ich wusste, was er macht. Ich bin anständig abgesprungen und trotzdem konnte ich ihn nicht blocken. Also da sieht man, wie effektiv dieser Move ist. Schau mal meinen. Also ich verspiel, du kommst von der Hälfte auch, ne? Okay. Du springst auch von ab, oder? Zu 90%. Ja, die Big-Verhältnisse sind halt heute auch echt optimal, muss man sagen. Ihr seht wahrscheinlich an den T-Shirts. Aber nee, ist ein sehr, sehr schwieriger Wurf. Einfach hart trainieren und dann wird das. Alles klar, das war's. Wir sind fertig.